Ja, bei uns im Casino war es so, ich glaube, das hat man auch in den GoPro-Aufnahmen gesehen, bei unserem Wettabend. Ich weiß nicht genau, wie Sepp den Titel genommen hat bei Pizmeet TV, die Videos. Da sind wir ja durchs Casino gegangen. Man darf im Casino eigentlich nicht filmen. Der Security-Typ kam auch, als wir die GoPro hatten, an und sagte zu Krieger, weil er hatte eine Kamera in der Hand, ey, hier Kamera ausmachen. Und Krieger sagt, nee, ich mache nur Fotos. Darf man nicht. Da muss man die Sachen dann löschen. Also es ist nicht so, dass man zusammengeprügelt wird und dann auf die Straße gesetzt wird, aber die kommen an und fragen freundlich, ob man. Was ist denn jetzt schon wieder los? Da gucket ihr an! Was habe ich denn gemacht? Spiel, ich habe dich lange nicht mehr angefasst. Und jetzt hör auf, mich zu verarschen. Jetzt sind die Kartoffeln hinten drin, ey. Ich glaube, ich war zu schnell. Ja, sie werden müde, bla bla. Fahrt ruiniert mich hier. Ja, auf jeden Fall waren wir im The D. Hatten auch wieder Verstoß gegen die Ruhezeiten. Oh, ja, aber hier ist doch nichts. Soll ich an der Straße anhalten oder was? Wir hatten auch wieder zwei Mietwagen natürlich. Vom Flughafen zum The D sind wir mit dem Mietwagen gefahren. Das waren zwei SUVs. Ein Grand Cherokee Jeep und einer von GMC. Welchen ich jetzt, wo ich jetzt das genaue Ding nicht mehr weiß. Alter, ich fahre auch von 90. Okay, ich bin wahrscheinlich viel zu schnell gefahren einfach. Da muss ich mal mehr drauf achten. Ja, The D war cool. Da ging dann schon Kriegers Zucken los in den Händen. Also man merkt schon, wenn er denn dann mal Roulette-Tische, Blackjack-Tische und so weiter sieht, dann hat er schon mal wieder gute Laune. So viel auf jeden Fall. Sie werden müde. Ja, finden Sie eine Parkmöglichkeit. Ich suche gerade. Bin im Suchmodus. Und es hat auch nicht lange gedauert, bis er gespielt hat. Hat auch direkt gewonnen. Man muss bei Krieger natürlich auch sagen, er war Coupier, wie man natürlich weiß. Ist aber jetzt nicht hingegangen und hat irgendwie da sein ganzes Hab und Gut verzockt. Sondern er ist hingegangen und hat sich von Anfang an direkt ein Budget mitgenommen oder gesetzt. Und das hat er auch, soweit ich weiß, nicht überschritten. Wo er natürlich gesagt hat, das Geld nehme ich mit. Und bei dem Betrag muss man halt nur mal damit rechnen, dass das Geld futsch ist. Also man kann ja natürlich nicht nach Vegas fahren und sagen, ey, ich nehme mal eben, weiß nicht, 500 € mit und mach mal eben 20.000 raus. Also das wäre einfach nur dumm. Ja, da sind dann die ersten Chips schon beim Roulette und Blackjack draufgegangen. Alle anderen von Motorfehlfunktion, umgehen Werfstatt aufsuchen. Jetzt? Wo soll denn hier eine Werkstatt sein? Ich bin am Arsch der Welt. Ja, komm. Wo sind wir denn hier überhaupt? Ja, geil, hier ist nix. Hier ist eine Tankstelle. Da ist vielleicht was. Oh Gott. Es haben sich von uns alle mit dem Zocken sehr zurückgehalten. Also, ich glaube, Krieger war der Einzige, der gespielt hat. Der erste Tag, der erste Abend in Vegas war natürlich, ja, relativ unspektakulär. Wir sind zwar lange aufgeblieben, haben aber da nicht viel gemacht. Der erste Tag in Vegas war frei. Da war dann Chillen angesagt, erstmal am Pool. Natürlich in die 40 Grad Sonne und wie ich mir das so gedacht habe, 40 Grad Junge, da cremst du dich mal richtig schön ein. Hab mich natürlich eingeölt wie sonst was. Ja, leck mich. Da waren wir erstmal 2 Stunden am Pool. War auch ziemlich cool, denn der Pool war zwar nicht so groß, aber waren auch nicht viele Leute da. Also wir haben auf jeden Fall eine Liege gehabt. Haben uns da noch mit irgendwelchen Leuten aus dem Mittleren Westen unterhalten. Wie gesagt, die Amis waren alle sehr freundlich. Sobald man irgendwie sagt, man kommt aus Deutschland, kommt sowieso immer, oh, Germany! Und irgendeiner von denen ist sowieso dann schon mal irgendwann in Deutschland gewesen, wo auch immer. Ja, der erste Tag war frei. Wir sind dann natürlich abends, Jungs, ab Richtung Neuer Strip. Und sind dann, waren wir abends schon in der Cheesecake Factory, glaube ich. War das schon der erste Abend? Boah. Ich meine, ja. Ich meine, wir sind dann am ersten Abend in der Cheesecake Factory gewesen. Man musste da leider eine Stunde warten. Das war im Caesars Forum.
Das Forum an sich war echt krass, weil die hatten halt einen Himmel an der Decke mit Wolken. So dass, wenn man durch die Gänge gegangen ist, es aussah, als würden die Wolken an einem vorbeiziehen. Das war schon mal richtig cool. Und. Ne, ich will nicht tanken, ich will nur schlafen. Na? Och, fickt euch, Leute. Echt jetzt. Nee, nee, nee. Normalerweise fährt man noch eine Tanke vorbei, damit man zum. Nein, 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 nein. Oh, weißt du was? Drehen, drehen, drehen. Halt die Schnauze. Ja, also Caesars Forum war echt krass. Also erstmal schon, wenn man in die Halle reinkommt, diese halbrunden Rolltreppen. Springbrunnen, Statuen, so weit das Auge reicht. Ja, Verstoß gegen die Ruhezeiten, leck mich. War schon echt krass. Cheesecake Factory war da natürlich ganz am Ende. Wir mussten einmal durch das ganze Forum laufen. Bombs. Kommst eine Weile zur Ruhe. So. Wir mussten dann durch das ganze Forum laufen und wie gesagt, die sieht dann so aus, als würden die Wolken an einem vorbeiziehen. Bei manchen Fotos haben halt auch manche gedacht, es wäre draußen gewesen. War schon echt schön, war auch nicht unbedingt teuer da. Man musste natürlich einen kleinen Aufpreis zahlen bei allen Sachen. Generell ist Amerika aber nicht wirklich teuer. Bei Klamotten, Elektronik, Essen, also da die da nur 10% Steuer haben. Die meisten Sachen sind in den Läden übrigens Netto-Beträge. Das heißt, da ist noch keine Steuer drauf, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man einkaufen geht. Da muss man dann selbst noch die Steuer zurechnen. Aber ich meine, es wären so um die 10%. Ja, Cheesecake Factory war bombig. Die haben so ziemlich alles, also ob Steak, Burger oder auch so Sachen wie Nudeln, Reis, Gerichte, weiß der Deibel was. Und natürlich Käsekuchen in Hülle und Fülle, allen Formen und Farben und Zutaten. Da haben wir aber am ersten Tag haben wir noch keinen Käsekuchen geschafft, weil wir einfach vom Essen schon viel zu voll waren. Da haben wir gesagt, alles klar, gehen wir morgen nochmal und dann müssen wir einen Käsekuchen essen. Ja, sind wir halt durch Vegas gelaufen und haben uns erstmal so einen groben Überblick verschafft. Wir waren da auch nirgendwo in großartigen Casinos drin. Das haben wir dann am nächsten Tag gemacht. War der nächste Tag auch noch frei? Nee, ich glaube nicht. Am nächsten Tag hieß es dann Supercars fahren. Und da habe ich mich gefreut wie Hulle drauf. Denn es ging zu worldclassdriving.com. Ich weiß nicht genau, in welchem Teil von Vegas. Auf jeden Fall. What the fuck? Was kommt denn jetzt? Muss ich hier abfahren? Sieht so aus, ne? Ja, es ging dann halt so ab, dass wir zu dem Laden gefahren sind, zu worldclassdriving.com. Da wurden dann erstmal hier unsere Führerscheine überprüft und ob wir auch alle fahren dürfen und so weiter. So, links herum. Dann haben wir eine kurze Einweisung bekommen, wie es denn ist, mit einem Auto zu fahren, was ein bisschen mehr als 200... Oh, der lässt mich vor. Ja, der ist im toten Winkel meiner Spiegel. Komm, du fahr. Ach ja, stimmt, ich hatte ja noch die geile Hupe. Du fahr doch! Ach, dann nicht. Auf Hardy hört sowieso keiner. Hier hat sich das wohl scheinbar nicht geändert. Ja, nachdem wir dann eine kleine Einweisung bekommen haben, von wegen, ey Leute, wenn ihr anfahrt, passt gut auf, die Karren brechen aus, auch wenn ESP an ist. Vom ESP-Knopf die Finger weglassen, ansonsten gibt es Ärger mit der Versicherung, wenn was passiert, beziehungsweise gar keine Versicherung. Ja, und das war es im Grunde genommen auch schon. Die haben uns natürlich erzählt, wir fahren jetzt in der Kolonne und einer fährt vor von denen, der Instructor, ganz vorne erst das Auto, dann wir alle, also in Form von 6 Autos.
Dann noch ein Instructor, hat auch super geklappt. Also der letzte ist dann halt immer in die Lücken reingefahren, hat die Autos hinter dem so ein bisschen ausgebremst, dass der Rest reinfahren konnte. Auch wir sind dann halt von da aus, von dem World Class Driving Center, sage ich jetzt mal, erstmal mit einem Bus zu einem Parkhaus gefahren. Haben dann da irgendwie 5 Minuten, 10 Minuten gewartet. Ich habe mich dann noch mit einem von denen da unterhalten und ihn mal gefragt, so, ey, wie ist denn das, wenn man jetzt hier jeden Tag, weiß nicht, Ferrari, Lambo und Jaguar fährt, und dann sagt er auch, ja, irgendwann ist das halt nicht wirklich was Besonderes mehr. Macht zwar natürlich riesen Spaß, aber man gewöhnt sich halt wirklich dran. Ja, und dann kamen auch schon die Autos. Ist wohl gruppenweise immer so, also die Gruppe, die vor uns dran war, ist halt da angekommen. Ja, ja, ja. Warum bleibst du denn jedes Mal stehen? Was soll denn die Scheiße? Fahr weiter. Hier ist keine Werkstatt. Kommt erst wieder Werkstatt in Zürich. Ja, die Gruppe vor uns ist angekommen und wir hatten dann zur Auswahl 3 Supersportler oder 3 Exoten. Beziehungsweise das waren unsere Autos. Die Autos haben wir fotografiert und aufgenommen. Jeweils bei einem von uns sollte dann der Tilmer mitfahren zur Aufnahme. Das heißt, da Sepp und ich von Pete's Meet beide da waren, haben wir gesagt, komm Sepp, dann fährt er bei dir mit. Dann halt bei Krieger und bei Debitor. Und ja, dann ging es erstmal los. Krieger ist natürlich erstmal wieder testweise in jedes Auto. Wo passe ich denn rein? Ja, 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 komm. Wo passe ich denn rein? Hatte dann, glaube ich, die Muscle Cars, also den Dodge, den Mustang. Der Lambo, hat er gesagt, passt dann noch. Und den Jaguar. Ich weiß es nicht mehr. Wir sind dann losgefahren und hat sich dann jeder sein Auto ausgesucht. Boah, hoffentlich kriege ich das jetzt noch zusammen. Sepp ist zuerst im Jaguar gefahren. Krieger ist zuerst im Dodge gefahren. Debitor ist zuerst... Ach du Kacke. Wo ist der zuerst dran gefahren? Im Ferrari? Boah, ich weiß es nicht mehr. Ich bin zuerst im Mustang gefahren. So, das weiß ich noch und das werde ich auch nie vergessen. Das Ding hatte 750 PS. Vor allen Dingen, als wir dann in dem Parkhaus standen, die Motoren liefen alle noch. Es hieß dann einsteigen, dann erstmal alle in eine Reihe fahren. Und uns wurde dann nahegelegt, dieses Motor aufbrummen zu lassen, beziehungsweise Gas im Leerlauf durchzudrücken, weil da der Motor überhitzen könnte, hat sich natürlich jeder dran gehalten. zumindest die ersten 10 Sekunden. Hörte sich in dem Parkhaus auch sehr, sehr geil an. Nachdem die Autos dann da alle einmal durchgerührt sind. Ja, dann sind wir aus dem Parkhaus rausgefahren, erstmal durch die Stadt Richtung Red Rocks. Hat auch super geklappt, also an den Ampeln hieß es dann immer, da ist die nächste Ampel, also ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer, wir warten einfach die nächste Phase ab, bla bla bla. Und ich habe Spaß gehabt, ich habe so viel Spaß gehabt. Ich habe auch, als wir dann in den Red Rocks waren, es hieß glaube ich jeweils 30 Meilen, war ein Part. Ich habe die Red Rocks überhaupt nicht wahrgenommen. Ich habe in dem Auto gesessen und habe gefeiert bis zum geht nicht mehr. Tempolimit war, glaube ich, das höchste, was wir generell hatten, 65 Meilen pro Stunde. Ich weiß auf Kilometer gerade gar nicht, wie viel das ist. Wie viel ist denn das? 100? 110? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sah es immer so aus, dass auch der Instructor am Anfang meinte, ja Leute, also 55 Meilen. Wir hatten, muss ich dabei sagen, in der Mitte alle ein Walkie-Talkie liegen, dass beide Instructor halt mit uns reden konnten. Da kam dann... Willst du mich eigentlich verarschen? Naja, komm. Ja, jetzt ist auch scheißegal. So, hier müssen wir sowieso abfahren. Da sagte dann der Instructor, ja, 55 Meilen. Aber wenn jemand zurückfallen sollte, muss er zügig aufschließen. Und das haben wir dann auch relativ schnell in den Griff bekommen. In Form von, ich lasse mich mal eben 200 Meter nach hinten fallen. Ja, genau so. Und dann muss ich leider voll Gummi geben, damit ich hinterherkomme. Und wenn das jetzt über 55 Meilen geht, kann ich da auch nichts für. Ich muss sagen, die Beschleunigung von dem Ding war so krass, dass mir schwindelig geworden ist. Ich bin noch nie so dermaßen in den Sitz gedrückt worden. Das war echt krass.
Ich wusste aber allerdings auch am Anfang nicht, dass es 750 PS sind. Ich dachte erst, es sind halt, wie viel hat der normal? 550? Keine Ahnung. Das war schon echt geil, weil ich finde Mustang, da mag man jetzt geteilter Meinung sein, aber ist, seit ich klein bin, stehe ich auf Mustangs und habe auch Mustang hier stehen, so ein Modellauto und hatte mein erstes Zimmer, als ich ausgezogen bin, mit den blauen Mustang-Rallye-Streifen gestrichen und weiß der Geier was. Auf jeden Fall, ich war total happy, ich war den Tränen nahe, als ich in dem Ding gesessen habe und durchgedrückt habe. War ein Schaltwagen. Gänge schön reinprügeln, hat richtig Spaß gemacht. Nach 30 Meilen hieß es dann leider, ja Leute, hier rechts ranfahren. Was? Nein, ich will nicht. Fuck, wo habe ich denn eben? Nein, nein, nein. Ah, fährlich mal ausmachen. Hieß es dann leider, wir fahren jetzt rechts ran und wechseln den Wagen. Da habe ich dann auch das Foto machen lassen von Till, was ich als Titelbild habe momentan. Da bin ich dann in den Challenger gewechselt. Fand ich nicht so geil, den Challenger, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstens, bei der Automatikschaltung, jeder, der schon mal Automatik gefahren ist, der weiß, wenn du das Ding runterdrückst, dann braucht das erstmal so eine Sekunde Übersetzung, bis das Ding dann endlich mal zieht. Dann hat der nicht so gezogen, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, ich habe vorher auch ein paar PS mehr gehabt. Aber, oh fuck, wo ist das denn jetzt hier? Wo muss ich denn hin? Da? Nee. Nee, das Ziel ist noch ein Stückchen. Ich fand den vom Sound nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Den Challenger SRT. Also bei Mustang habe ich mir gedacht, Leute, Radio überflüssig, ja. Was soll ich damit? Beim Challenger ist mir die Automatik halt um den Sack gegangen, habe dann auf die VIP-Schaltung gewechselt. War dann ein bisschen besser, die Bremse war ordentlich, also mal kurz drauf husten und man machte eine Vollbremsung. Warte, ich muss mal doch eben gucken, wo ich hier bin. Fand ich nicht schlecht, aber naja, ne? Mustang war toller. Auch der Krieger sagte, den Challenger fand ein bisschen langweilig. Das Ding hat halt irgendwie, ich weiß nicht warum, aber der hat nicht so gut gezogen. Naja, ja, komm, lass mich in Ruhe. Nach dem Challenger bin ich die Corvette gefahren. Da hat man schon eine Ecke tiefer drin gesessen. Und, oh nee, Moment, da ist eine Werkstatt, das ist gut, da muss ich gleich mal hin. So, jetzt muss ich hier rechts. Die Corvette, da bin ich zum ersten Mal mit Heads-Up-Display gefahren. Das fand ich ziemlich pervers. War auch manuelle Schaltung. Und ja, ich muss bei der Corvette irgendwie sagen, von innen, wenn man fährt, sieht es ein bisschen seltsam aus. Über den beiden äußeren Vorderreifen, diese Wölbungen von innen zu sehen, sieht ein bisschen seltsam aus. Aber hat Spaß gemacht, die Karre. Die ist mir auch beim Anfahren direkt mal ausgebrochen, so ein bisschen. Da geht der Puls dann auch direkt mal hoch. Aber wo muss ich eigentlich hin? Ich bin gerade so unkonzentriert. Ich muss noch geradeaus und dann rechts. So. Ah, da muss ich hin. Corvette war schon nice, muss ich sagen. Das Lustige war, als wir dann auch die Autos gewechselt haben, blieb der eine oder andere Autofahrer auch mal stehen, machte dann Fotos von uns und zwischendurch kam dann von dem Instructor von vorne so, ey Leute, aufpassen, hier kommt eine Highway Patrol. Da fuhr dann auch jeder direkt langsamer. Jawohl! Zufriedenstellend, na immerhin. Naja. Jawohl, Level Up. Guck mal an. Ah, und ich kann noch was verteilen. Hochwertige Fracht. 25% höhere Vergütung. Ja, Fernfahrten, ne? Bams, bis 850 Kilometer. Können wir brauchen. Bums. Jetzt fahren wir erstmal zu einer Werkstatt. Ja, ich bin dabei. Und ja, nach der Corvette stand mein viertes Auto an. Das war ein bisschen witzig.
Denn Sepp ist gerade den R8 gefahren und Sepp steht halt total auf Audi und so weiter. Und er hat ja selber auch ein Audi und war total happy. Und ich stand neben dem R8 und war mich mit ihm am Unterhalten. Und wie denn das Auto sich verhält und so weiter, bla bla. In dem Moment kommt so eine blöde alte Tusse an, die man da auf den Fotos da im Ferrari sieht. Und ohne ein Wort zu sagen, steigt die in den R8 ein, macht die Türe zu, schnallt sich an, fertig. Da habe ich mir gedacht, du Fotze, ey. Aber war auch gar nicht so schlecht, denn dadurch war das einzige Auto, was noch frei war, der Jaguar XKRS. Und ich muss sagen, das war ein richtig cooles Auto. Also nach dem Mustang hat mir der Jaguar am meisten Spaß gemacht. Vom Fahrverhalten her, von der Beschleunigung her. Und da war es dann auch, da bin ich direkt hinter dem Instructor gefahren. Da kam dann irgendwann natürlich mal wieder, ich wusste, dass Krieger übrigens im Lambo hinter mir ist. Und habe einmal richtig viel Platz gelassen zwischen mir und dem Instructor. Und wollte gerade voll aufs Gas hauen. Da kommt um die Kurve, kam eine Highway Patrol. Das habe ich dann schön sein gelassen. Das war auch, aber auch ganz schön knapp, muss ich sagen. So, müssen wir denn jetzt hier wieder investieren. Auch 11.000 Uhr, ja dann. Kostet ja nichts.